Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. Wir schauen uns in diesem Video mal einen Fall an, wenn etwas nicht so ganz genial ist. Und zwar Kassettendeck. Kassetten werden ja zurzeit immer ein bisschen beliebter. Und da kann es denkbar sein, dass zum Beispiel jetzt das alte Kassettendeck, was jahrelang irgendwo jetzt rumgestanden hat, dass das jetzt wieder in Betrieb genommen wird. Und da kann ja der ein oder andere Fehler auftreten. Und hier habe ich das jetzt auch, eigentlich habe ich es immer regelmäßig genutzt, aber jetzt ist hier ein Fehler aufgetreten, der nicht ganz so fein ist. Und da wollen wir in diesem Video mal gucken, was der Fehler ist, was die Ursache ist und ob wir es vielleicht sogar reparieren können. Ich würde vorschlagen, bleibt auch einfach dran, los geht's, euer Speaker Schocker. Und hier ist das gute Stück. Probleme mit der Tonwiedergabe hat er an sich nicht, also Kassette rein, Play drücken, läuft. Gar kein Problem. Läuft auch tadellos stundenlang so, aber wenn ich jetzt spulen möchte, egal ob ich vorspulen möchte, jetzt läuft so gerade mal so ein bisschen, aber ihr seht, wie langsam er sich da schwer tut. Das kann man ja nicht als Spulen bezeichnen. Oder wenn ich sage, okay, cooles Lied, ich spule zurück, möchte nochmal hören, geht das hier nämlich genauso wenig. Dabei ist es egal, ob es jetzt dieses Deck hier ist oder das Deck A. Da haben wir nämlich das gleiche Problem. Mal besser, mal schlechter. Ich habe das auch mit mehreren Kassetten versucht, unterschiedliche Bandtypen, unterschiedliche Hersteller. Das Problem ist dabei immer das gleiche. Er spult einfach nicht gerne. Aber die Tonwiedergabe ist ja da, da läuft das Band mit ordentlicher Geschwindigkeit konstant durch, ohne dass es jetzt leiert oder so. Wir können ja mal hier ins Deck hineinschauen und da sehen wir, dass große Schmutzablagerungen oder sowas gar nicht erst vorhanden sind. Das sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Auch die Gummi-Androg-Rollen sehen vernünftig aus und die werden auch der Grund sein, warum das Band beim Abspielen der Kassette durchläuft, beim Spulen aber nicht. Denn beim Abspielen, also Tonabspielen der Kassette, sorgt die Gummi-Androg-Rolle nochmal dafür, dass das Band geführt wird, beim Spulen nicht. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das Gerät mal von innen an. Ich habe da nämlich schon so einen Verdächtigen. Das Schöne ist, dass Sony hier dieses ganze Tape-Deck sehr einfach gehalten hat. Baujahr dürfte so um die 2000, 2001 gewesen sein. Ich glaube, es ist auch eins der letzten Tape-Decks von Sony. So, und jetzt können wir mal schauen, jetzt können wir der Problematik mal ein bisschen auf den Grund gehen. Wir haben ja gesehen, dass die Bandwiedergabe, Tonwiedergabe ordnungsgemäß ohne Probleme funktioniert. Also kann man davon ausgehen, dass wir hier keine Probleme mit Zahnrädern oder sowas haben, dass da irgendwas hakt oder sogar was weggebrochen ist. Da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Auch dass eventuell hier die Motoren hier, dass die zu schwach sind, zu alt sind oder so, dass es nicht mehr richtig funktioniert, da gehe ich jetzt auch mal nicht von aus. Häufig der Fall ist tatsächlich bei Tape Decks oder so, das sind tatsächlich die Riemen, dass die nach einer gewissen Zeit aushärten, leierig werden, ausgedehnt werden, einfach zu alt. Und das kann ich mir jetzt nach 20 Jahren, 21 Jahren sehr gut vorstellen. Ich habe das Kassettendeck jetzt mal an den Strom angeschlossen und werde jetzt mal hier die zwei Bänder versuchen zu spulen. Hier ist ein etwas älteres Band und hier eigentlich noch ein niegelnagelneues Band. Ich habe erst gedacht, okay, pass auf, es könnte tatsächlich sogar an der Kassette selbst liegen. Aber das ist nicht so. Schalten wir es mal ein. Wir sehen, okay, das läuft schon mal an, okay. Wir nehmen mal die neuere Kassette und gucken mal, was passiert in dem Moment, wo wir auf Spulen klicken. Okay, habt ihr das gesehen? Da habe ich doch, da ist der Verdächtige. Es spult jetzt zwar ein bisschen, wir sehen, der Motor läuft hier an. Die Kraft wird aber hier nicht mehr richtig hier von diesem Riemen hier übertragen. Und ich glaube, das ist unser Problem, dass dieser Riemen einfach ausgeleiert ist. Richtig genial ist es, dass man hier für so ein, ich sag mal, relativ einfaches Tape-Deck nach 20 oder über 20 Jahren immer noch Ersatzteile bekommt. Ich habe einfach mal im Internet gegoogelt, kann man auch mal machen, den Modellnamen des Tape-Decks eingeben und dann einfach mal nach Antriebsriemen suchen, damit man auch die passenden findet. Und siehe da, man kriegt immer noch für das ein oder andere Tape-Deck tatsächlich noch Antriebsriemen. Und jetzt werde ich diesen einen Riemen mal bei beiden Decks tauschen und dann schauen wir mal, ob es dann wieder fluppt. Ich habe mir für die Reparatur hier mal so ein Q-Tip hier ein bisschen umgemodelt, damit ich das Gummi hier am besten irgendwie greifen kann. Und damit ich den Riemen hier nicht mit meinen blanken Fingern anfassen muss,
habe ich mir extra mal so Handschuhe angezogen. Denn bestenfalls sollte es ja auch wieder hier über 20 Jahre problemlos laufen. Gott, 20 Jahre, da bin ich 50. Oh, Midlife Crisis is coming. So, wir müssen natürlich jetzt gucken, wie geht das am einfachsten. Und das Ganze ist relativ simpel. Nur wenn ich sowas mache, dann dauert das meistens trotzdem wieder Stunden. Wir müssen auf jeden Fall erstmal den einen Riemen hier von dieser Welle hier abnehmen. Damit wir den anderen Riemen hier, damit wir hier dran kommen und den hier losnehmen können. Oh, wir sehen schon, dass er quasi schon echt ein bisschen ausgehärtet ist. Und ja, doch schon irgendwie nicht mehr elastisch ist. Hier ist der neue Riemen, hier ist der alte Riemen. Der klebt auch, seht ihr das? Der löst sich fast schon auf. Da bleiben hier schon Spuren hier von dem Riemen am Handschuh hängen. Also das ist hier allerhöchste Zeit, dass der gewechselt wird. Der ist ja hier echt nicht mehr gut im Schuss hier. Der ist ja noch schön elastisch. Und jetzt muss ich mal schauen, wie kriege ich das am besten jetzt hin, dass er da drunter geht. Ich könnte jetzt versuchen, den von unten, also hier unten runter auf die Welle. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist einfach gemacht von Sony. Nur manchmal stelle ich mich dann einfach bei sowas immer sehr, sehr, sehr blöde an. Aber jetzt müssen wir nur noch den Riemen hier rum. Ich hätte noch so ein zweites Tool gebraucht. Jetzt hänge ich hier ein bisschen. Und da war es schon. Das war es schon. Wie lange hat das jetzt gedauert? Auf jeden Fall nicht lange. Jetzt können wir hier den Riemen wieder rummachen. Den könnte ich jetzt natürlich auch tauschen. Aber ich habe schon viele Sachen repariert. Und habe auch schon viele Sachen kaputt repariert. Darum sage ich mir, never touch the running system. Und da der ja ohne Probleme läuft, warum sollte ich das dann tauschen? Nur aufpassen, dass wir es nicht verdrehen, dass das Ganze auch vernünftig läuft. So, und das sieht so aus, als würde das laufen. Der Strom ist wieder eingesteckt. Machen wir das Gerät mal an. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob er spult. Astrein. Seht ihr, wie der Riemen läuft? Der eiert jetzt nicht mehr und es spult sich viel, viel schneller. Und das ohne Probleme in die Richtung oder auch in die andere Richtung. Astrein. Das läuft. Und so einfach kann eine Reparatur sein. Jetzt das Ganze noch auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann ist das Gerät wieder tippitoppi in Ordnung. Dann machen wir doch direkt mal die Probe auf Exempel, ob das auch alles läuft. Vorhin hat es ja nicht gespult. Jetzt machen wir mal, weil wir es können, beide zusammen. Ha. Ohne Probleme, die Maschine rennt. Vorhin war das ja so richtig langsam. Da war das Abspielen der Kassette ja schneller als das Spulen an sich. Jetzt läuft es seidenweich. Tonwiedergabe. Auch kein Problem. Astrein. Läuft ohne Probleme. Jetzt wieder läuft. Astrein, wie neu. Ah, cool, ne? Da kann man mal sehen, dass so eine Reparatur relativ einfach und simpel sein kann. Und die Reparatur hat jetzt nicht unbedingt länger gedauert, wie das Auf- und Zuschrauben des Gerätes an sich. Und da finde ich, man sollte auf jeden Fall, wenn so ein Fehler schon mal irgendwo auftritt, auf jeden Fall mal nachgucken, egal welches Gerät es jetzt ist. Das direkt auf der Straße stellen oder zu entsorgen, finde ich dann doch wirklich ein bisschen unnötig. Ja, und jetzt steht ja eigentlich dem Kassettenhören gar nichts mehr im Wege. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liebe Leute, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben oder abonniert auch direkt den Kanal. Das wäre richtig genial. Und riesig würde es mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen würden. Bleibt mir gesund und munter, liebe Leute. Macht's gut. Bis dahin, euer Speakerschocker. Tschüss. Ach, hier sind noch zwei Videos und da unten ist Abonnieren.